hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren House of One Iftar. Bei mir ist Kadir Sanje, der Imam vom House of One. Und ich darf Ihnen Kübra Dalkılıç vorstellen. Sie ist Theologin, sie ist Podcasterin und sie ist eigentlich, gehört zu den Herzen des House of One. Heute möchten wir aber besonders Sie begrüßen und danken, dass Sie hierher gefunden haben. Besonderer Dank gilt auch an Frank Schwabe, Frank Bewig, Anna Heinrich und Ihnen allen, die hier heute da sind, hergefunden haben, mitgeholfen haben, sich gedacht haben, oh, Spandau ist doch so weit weg, aber trotzdem gekommen sind. Vielen, vielen lieben Dank. Und auch vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein dürfen, und zwar bei der Wilhelmstadt-Schule. Und danke, dass wir die Mensa dafür benutzen dürfen, Herr Toy. Und wir möchten auch direkt Herrn Toy zur Bühne rufen. Ja. Dankeschön. Wir danken Herrn Toy für diese Gelegenheit. Und es ist eine wunderbare Zusammenarbeit, vor allem in diesen schwierigen Zeiten, 7. Oktober und danach, da haben wir gemerkt, wie wichtig Schulen sind und wie wichtig die Kooperation mit Schulen und des House of One sind. Danke. Gerne. So. Sehr geehrter Herr Schwabe, sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister, Herr Bewig, sehr geehrter Herr Pastor Horbeck, Herr Rabbiner, Professor Dr. Herr Nahammer und Herr Imam Sanji, liebe Geschäftspartner, liebe Gäste, zum zweiten Mal feiern wir mit Ihnen, dem House of One, gemeinsam das muslimische Iftar-Essen, das Essen am Ende eines Festentages. Dafür bedanke ich mich herzlich bei Ihnen, dass Sie auch zahlreich erschienen sind. Dankeschön nochmal. Es gibt Generationsaufgaben, Aufgaben, die über Jahrzehnte andauern und als Auftrag an die kommenden Generationen übertragen werden. House of One ist so ein Projekt. Ein wichtiges Projekt, das wir auch aus tiefen Herzen und aus Überzeugung unterstützen. Vom ersten Tag haben wir uns als ein Bildungsträger von Schulen und Kindergarten der Herausforderung gestellt. Wir haben einen präventiven Bildungsansatz entwickelt, der kulturelle Vielfalt und Bildungserfolg nicht als Gegensatz versteht. In unseren Bildungseinrichtungen wollen wir eine Kultur des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Herkunft etablieren und haben in den vergangenen Jahren eine Grundlage für diesen Weg aufgebaut. Diese mittlerweile 30-jährige Erfahrung in der Kunst des friedlichen Zusammenlebens wollen wir in Form von Projekten auch in die Gesellschaft tragen. So entwickeln wir in der Initiative Wertvolle Schulen pädagogische Inhalte für alle Schulen im Bereich der Wertebildung. Liebe Gäste, keiner von uns kann in die Zukunft schauen, wenn ich mir, lieber Herr Sanje, lieber Herr Horbeck und lieber Herr Nahammer, Ihr einzigartiges Projekt House of One anschaue, dann bin ich mir sicher, dass wir es gemeinsam mit all den Menschen, die in Deutschland eine demokratische, in vielen Hinsichten vielfältige Gesellschaft auf der Grundlage des Grundgesetzes sehen, schaffen werden. Dafür nochmal vielen Dank an euch allen und möchte nochmal Herr Schwabe mit Applaus dann hier an die Bühne die Worte geben. Danke. Den Weg ein bisschen gebahnt. Schön, dass das so voll ist. Vielen Dank, dass ich zum zweiten Mal mittlerweile dabei sein darf. Vielen Dank an alle Verantwortlichen des House of One. Ich will sie gar nicht alle einzeln aufzählen, weil es so viele sind, die hier unterwegs sind. Herr Bürgermeister, Frau Präses, liebe Schülerinnen und Schüler, all diejenigen, die das gute Essen vorbereitet haben, verehrte Damen und Herren. In der Tat, es ist eine große Freude, hier zu Gast zu sein, Iftar feiern zu können mit muslimischen Freundinnen
und Freunden. Und ich freue mich, dass ich jetzt hier sein kann. Ich habe in diesem Jahr, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich 2 Dutzend Einladungen bekommen. Viele von denen kann ich leider nicht wahrnehmen. Ein bisschen dafür bin ich dann stellvertretend hier, weil es ja auch eine Initiative ist, die viele verschiedene Initiativen entsprechend umfasst. Das Fasten, wie Sie alle wissen, ist etwas, was den 3 Weltreligionen ja auch gemeinsam ist. Es ist eine besondere Zeit, darauf ist gerade schon kurz hingewiesen worden, eine besondere Zeit, eine Herausforderung für die Welt, eine Herausforderung für uns in Deutschland und wie ich mir vorstellen kann, auch eine Herausforderung für Sie. Es gibt sowieso immer wieder Fragen an dieses Projekt des House of One, ob es nicht Religion vermixt in einer Art und Weise, wie das nicht sein soll. Und jetzt gerade kann ich mir gut vorstellen, dass Sie besondere Fragen gestellt bekommen, ob man denn jetzt mit den anderen gemeinsam eigentlich ein solches Projekt vorantreiben kann. Wir feiern dieses Ramadan in diesem Jahr wirklich im Schatten vieler Konflikte auf der Welt, aber natürlich des besonderen Konfliktes im Nahen und Mittleren Osten mit dem schrecklichen Angriff, dem wirklich schrecklichen Angriff, unvorstellbare Bilder, die ich leider immer noch im Kopf habe, der Hamas auf Israel und mittlerweile eben Zehntausenden von Toten in einer Situation, wo auch die deutsche Bundesregierung versucht, jedenfalls der israelischen Regierung aktuell ins Gewissen zu reden, wo Hunderttausende, Millionen Menschen jetzt in Gaza leiden, aber auch weiterhin in Israel. Auch da sind ja Menschen weiterhin in großer Sorge und Not um Geiseln, aber auch um ihr eigenes Wohlergehen. Alles das reicht bis zu uns. Ich habe meine Wohnung hier in Berlin auf der Brunnenstraße, schräg gegenüber der Synagoge, die attackiert wurde. Ich habe in meinem Wahlkreis muslimische Gemeinden, die in den letzten Wochen Pakete bekommen haben mit Schweinefleisch und einem beschmutzten Koran. Also alles das findet statt im Schatten dieses Konfliktes. Gibt es Menschen, die jetzt auch vorgeben, eigentlich gegen Antisemitismus sein zu wollen, die aber im Grunde genommen nur ihren Rassismus, ihre Islamfeindlichkeit jetzt entsprechend ausleben wollen. Es gibt Menschen hier in Berlin, jüdische Studierende, die nicht wissen, wie sie eigentlich studieren sollen. Und es gibt gleichzeitig viele Menschen, viele Palästinenserinnen und Palästinenser, die in Sorge sind um ihre Familie. Wir haben ja so viele Menschen aus Palästina gerade hier entsprechend in Berlin. Und es gibt viele Musliminnen und Muslimen, die sehen, dass sie irgendwie einem Generalverdacht gerade unterliegen, dass sie irgendwie auch halbe Terroristen seien. Das ist eine Riesenherausforderung. Und wir waren letztens bei einer Veranstaltung gemeinsam, wo ich gesagt habe, und ich meine, das hätten Sie, glaube ich, auch sehr gerne, dass wir eigentlich Hunderte, wenn nicht Tausende dieses House of One brauchen. In einer Welt, in der es eigentlich so schön sein könnte, in der wir das Göttliche, das Schöne an Religion gemeinsam feiern könnten, in der wir es uns aber so schwer machen. Umso dankbarer bin ich für Ihre Arbeit, die Sie hier machen, dafür, dass Sie dieses Iftar feiern, und ich komme gerne, versuche immer gerne rauszukommen, auch hier entsprechend nach Spandau. Sie haben sich genau dieser Idee verschrieben, Hass und Spaltung zu überwinden. Das ist genau die Pflanze, die wir brauchen, sich einzusetzen für eine Welt voll Toleranz, Respekt und Mitgefühl im Namen der eigenen Religion und des eigenen Gottes, an dem man glaubt. Und deswegen vielen, vielen herzlichen Dank nochmal, dass Sie diese so wichtige Arbeit machen, Ramadan Karim. Und ich wünsche uns einen unbeschwerten Abend und dass wir vielleicht Ramadan im nächsten Jahr noch unbeschwerter genießen können. Alles, alles Gute. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Schwabe. Ich möchte jetzt auch gleich Herrn Frank Behweg, den Bürgermeister von Berlin-Spandau, auf die Bühne bitten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin ja, Herr Schwabe, sozusagen als Spandauer Bürgermeister, mit Gastgeber, wenn man so will, auch wenn Sie die Veranstaltung heute hier im House of One organisieren. Deswegen, Spandau ist, wenn man so will, für uns das Zentrum, und der Weg in Ihre Richtung ist der weite Weg. Also insofern, glaube ich, sind ja viele aus Spandau heute mit dabei, und ich will Sie alle herzlich willkommen heißen, will sagen, dass ich mich sehr freue,
dass viele bekannte, tolle Persönlichkeiten heute bei uns sind. Herr Nachama ist da, wir haben Herrn Hoberg, wir haben Herrn Sanchi, auch Präses Heinrich ist heute mit dabei. Herr Theu, der hier diesen Bildungscampus auf hervorragende Weise mit in den letzten Jahren aufgebaut hat. Wir haben Sie ja auch ein bisschen begleiten können in den letzten Jahren. Wir machen das auch in Zukunft sehr, sehr gerne, weil, und das ist ja Ihr Thema heute, weil Bildung eine extrem wichtige Aufgabe ist. Und das kann ich hier für Spandau bestätigen. Das, was hier gewachsen ist in den letzten Jahren, ist genau dieser Ansatz, durch Bildung auch Menschen zusammenbringen, Menschen bilden im besten Sinne des Wortes. Denn Bildung ist ganz, ganz oft entscheidend, wenn es um Kriege, wenn Bildung fehlt, dann entsteht ein Gegeneinander, dann ist Unwissenheit da über den anderen. Und das ist das, was Sie hier ganz hervorragend leben in unserem Bezirk. Und dafür verdienen Sie auch hier als Bildungscampus, als Initiative für Bildung und Erziehung auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön und ein kleiner Applaus vielleicht auch für alle, die hier mitwirken. Und das Zweite ist, und das hat auch damit zu tun, Sie haben, Herr Schwabe, eben auch darauf hingewiesen, wie wichtig das Miteinander ist. Ich kann Ihnen sagen, wir leben das in Spandau an ganz vielen Stellen. Wir haben das ganz konkrete Miteinander organisiert in den Gemeinden, wo auch regelmäßig jetzt Fastenbrechen-Veranstaltungen stattfinden, wo jeder dazukommen kann, wo die Gemeinde sich öffnet, wo man eben auch Begegnungsmöglichkeiten schaffen kann. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, nicht übereinander reden, sondern den anderen kennenlernen und auch verstehen, wie der andere tickt und was er für Sorgen und für Nöte hat. Und wir haben viele Sorgen und Nöte, Sie haben darauf hingewiesen, die in der Welt gerade uns beschäftigen. Und umso wichtiger ist, glaube ich, dass wir diese Begegnung schaffen. Und dieser heutige Abend ist so eine Begegnung. Und darüber freue ich mich und bedanke mich bei House of One sehr, dass Sie diese Veranstaltung heute durchführen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Ramadan und wünsche uns heute eine schöne Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Bewig. Danke. Nun darf ich Frau Präses Heinrich auf die Bühne bitten. Dankeschön. Erstmal danke, dass wir zu Gast sein dürfen. Deswegen begrüße ich als erstes mal alle Schülerinnen und Schüler, die heute da sind. Danke, dass ihr hier der Ermöglichungsraum seid, dass ich an meinem ersten Fastenbrechen teilnehmen darf. Natürlich begrüße ich oder spreche natürlich auch noch den Herrn Bezirksbürgermeister an, den Herrn Abgeordneten Schwabe, die VertreterInnen der Wilhelm-Stadt-Schule und die VertreterInnen des House of Ones. Danke für die Einladung und danke für die Möglichkeit. Es freut mich wirklich sehr, heute hier in Berlin-Spandau zu sein. Ich glaube, man kann es in diesen Zeiten nicht oft genug sagen. Es ist gut, dass es solche Veranstaltungen gibt. Veranstaltungen, bei denen über religiöse Grenzen hinweg zusammengekommen wird, an dem wir gemeinsam an einem Tisch sitzen, an dem wir gemeinsam essen. An einem Tisch sitzen, darin liegt ja eine tiefe Symbolik des Miteinanders, aber auch des Austauschs, des gegenseitigen Respekts, des sich Zuhörens und vielleicht auch des Diskutierens. Es sind enorme Krisen, ist schon jetzt zweimal angeklungen, in denen wir aktuell stecken. Der Krieg im Gazastreifen in Israel wirkt sich auch auf die Situation bei uns hier in Deutschland aus, auf das Miteinander und Untereinander von Jüdinnen, von Christinnen, von Musliminnen. Das spüren wir an allen Orten und auf allen Ebenen. Wir spüren die Anspannung und wir erleben Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus in erschreckender Form. Aber das Tischtuch darf gerade deswegen nicht zerschnitten werden, sondern Dialog und Aufklärung werden nur noch wichtiger. Gerade jetzt braucht es die Formate, die Menschen verschiedener Religionen einladen und zusammenbringen. Tische, an denen gemeinsam gegessen, an denen miteinander gesprochen wird, an denen uns gegenseitig zugehört wird. Und es braucht auch Vorbilder, die das verständnisvolle Miteinander vorleben. Es beeindruckt, was das House of One als Institution und im Schuleintag mit seinen multireligiösen Teams leistet. Ich bin gespannt, davon auch gleich noch mehr, also vom multireligiösen Miteinander in den Schulen und vor allem auch in der Bildungsarbeit zu hören. Die evangelische Kirche setzt sich auch dafür ein, dass Diskursräume und Verständigungsorte neu geschaffen werden und bestehende Initiativen gestärkt werden. Das hat auch die Synode Ende letzten Jahres, die ich leite und öffentlich vertrete, erneut beschlossen und in die Gemeinschaft der Landeskirchen gegeben.
Deswegen freue ich mich umso mehr heute auf den Austausch mit ihm und natürlich auch schon auf die reich gedeckten Tische. Mögen unsere Gespräche dazu führen, dass wir das Verbindende über das Trennende stellen und uns mit unseren Hintergründen, Anliegen und Gefühlen gegenseitig wahr und ernst nehmen. Und vielleicht entsteht ja heute auch noch die ein oder andere Idee, die wir gut auch mit in die Gemeinschaft der evangelischen Gliedkirchen einspeisen können, um noch mehr Orte der Verständigung und des Miteinanders und der gemeinsamen Tische zu schaffen. Ich wünsche einen gesegneten Ramadan. Herzlichen Dank. Das ist super, wir sind so schnell, irgendwie funktioniert alles heute zack, zack, zack. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch der Segen des Ramadans, wie wir es auch so öfters sagen. Jetzt möchte ich gerne zu einem anderen Punkt überleiten, und zwar zum Bildungspunkt. Dafür bitte ich jetzt Herrn Baykusch und Frau Lasri auf die Bühne. Die sind von dem Leitungsteam der Wilhelmstadt Schulen und wir erfahren gleich mehr dazu. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben das heute schon so oft gehört, Konflikte, Zerwürfnisse, die Rolle der Bildung. Aber wie genau funktioniert das überhaupt? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Bildung wichtig ist. Aber wie geht das praktisch gesehen? Was macht man, wenn Empathie und Diversität, die sonst in diesem Kontext immer fallen, plötzlich versagen? Wenn es so schwer geworden ist, Empathie zu zeigen für Menschen, mit denen man gestern noch befreundet war, mit denen man gestern noch zusammen gegessen hat. Und heute sind es plötzlich Feinde geworden. Wie ist es denn mit Diversität geworden? Wie vermittelt man das heutzutage bei all den Bildern, die uns erreichen, bei den ganzen Social Media Posts, die es so leicht machen, leider Gottes, Feindesbilder zu kreieren, auf stereotypischer Basis, reine Klischees. Aber die funktionieren so einfach und sind so schwer zu verbannen. Ich glaube, was da wichtig ist, sind nicht nur Empathie, nicht nur Diversität, sondern auch Leidenschaft und Demut und Menschlichkeit. Genau das versuchen wir in unserem Unterricht zu vermitteln. Vor allem natürlich, Entschuldigung, Herr Baykusch, in Sprachen. Wir sind uns ja einig, Kommunikation ist das A und O. Bevor man sich verständigen kann, muss man erst lernen, aufeinander zuzuhören. Und das versuchen wir. Wir versuchen, Leidenschaft zu wecken, Interesse, Neugierde. Wir geben unseren Kindern, unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, unterschiedlichste Kulturen kennenzulernen, aber auch die eigene Kultur zu teilen. Ich werde es auch nie vergessen, das erste Mal, als wir Russisch angeboten haben, das war im Februar 2022, das war perfektes Timing. Und ich bin gebürtige Russin. Ich stand im Klassenraum und vor mir ein paar türkmenische Kinder, ein paar ukrainische Kinder und ganz viele deutsche Kinder, türkische Kinder, Kinder, die gar nichts mit Russland am Hut haben, die kein Russisch können, die keine Muttersprachler sind. Und ich stand da und habe mich gefragt, um Gottes Willen, was macht ihr hier? Wollt ihr wirklich die Zeit eures Lebens an dieser fürchterlich schweren Sprache vergeuden? Wirklich? Habt ihr nichts Besseres zu tun am Freitag in der 8., 9. Stunde? Also ich war wirklich baff. Sie saßen da, sie waren so gespannt darauf, unterschiedliche Aspekte kennenzulernen. Die einen fanden die Schrift wunderschön. Die anderen fanden einfach die interkulturellen Aspekte des Unterrichts spannend. Die dritten, gut, das waren die meisten, fanden die russische Küche sehr lecker und ansprechend. Natürlich ist auch das ein Aspekt des Miteinanders und des Austausches. Na gut, die Küche war besetzt, also musste ich selbst backen. Aber die Kinder haben sich sehr gefreut. Und es hat mich immens gefreut, dass sie tatsächlich Woche für Woche am Freitag in der 8., 9. Stunde zu mir gekommen sind, um russische Schreibschrift zu lernen. Wer von Ihnen die russische Schreibschrift mal gelernt hat, der fühlt mit den Kindern. Wer nicht, glauben Sie mir, einfach ist das nicht. Wir bieten unseren Kindern außer Russisch noch die Möglichkeit, Türkisch zu lernen und die türkische Kultur zu teilen. Eben um gegen diese steigende Islamophobie, die leider entsteht, auch zu wirken.
Sie lernen hier Spanisch, Französisch, Englisch, demnächst Albanisch, denn auch da sind wir im Austausch mit dem Botschafter von Kosovo. Auch da haben wir viele Kinder, die nicht nur selbst ihre Muttersprache lernen wollen, sondern die diese Sprache ihren Freunden zeigen wollen. Die zeigen wollen, es ist ein cooles Land. Ja, klein, ja, wahrscheinlich warst du noch nie drin, aber das ist es wert. Mach mal eine Reise. Und die Reisen bieten wir auch an. Denn da kommen wir auch zu dem Punkt der Demut und der Menschlichkeit. Wir wollen, dass unsere Lernende dieses weiße koloniale Denken bitte ablegen. Dass sie von Frankreich über USA nach Ecuador ihre Flügel ausbreiten und diese Welten kennenlernen. Das sind nicht mehr andere Kulturen, das sind komplett andere Realitäten, komplett andere Länder, andere Küche natürlich. Und das sind Begegnungen, die sie nachhaltig prägen. Ich glaube, unsere Kinder, die an diesen Austauschprogrammen mitgemacht haben, die werden sich nicht so leicht in ein interreligiöses, internationales Konflikt einziehen lassen. Da sind sie schon zu gut dagegen geimpft. Und das ist es letztendlich, was unsere Arbeit ausmacht. Und wir versuchen, Vorbilder zu sein, Menschen zu bleiben, in jeglicher Situation. Wir versuchen zu zeigen, dass es völlig egal ist, welcher Nationalität man angehört, welche Hautfarbe man hat, woran man glaubt. Es ist dermaßen unerheblich. Und ich glaube, unsere Schülerinnen und Schüler verstehen es. Denn auch in diesen Zeiten, wo sie natürlich viel von TikTok und Instagram beeinflusst werden, habe ich persönlich nie irgendwelche blöden Bemerkungen gehört, dumme Kommentare, unangebrachte Symbolik erlebt. Ich habe ihnen mal erzählt, in der 9. Klasse im Deutschunterricht, für euch ist Holocaust sehr weit weg. Für mich ist es meine Familiengeschichte. Sie steht geschrieben in den schwarzen Ordnern in Yad Vashem. Und nie habe ich Antisemitismus erfahren müssen. Nicht hier. Nicht in dieser Gemeinschaft, nicht von unseren Schülerinnen und Schülern, nicht von den Eltern, nicht von den Kollegen. Ich würde sagen, das funktioniert. Ja, Maria. Danke für die Einblicke und werte Gäste, liebe Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner, liebe Freundinnen und Freunde des House of One. Das war jetzt ein kurzer Querschnitt, was wir hier auf dem Campus für die Oberschulen des Gymnasiums tagtäglich bewältigen möchten. Das heißt, hier wurden gerade Austauschprogramme genannt, die wir seit gut eineinhalb Jahren ins Leben gerufen haben, mit den Ländern Ecuador, Frankreich und USA. Nebenbei begleitet auch meine Arbeit, wenn ich jetzt gerade den Herrn Roth gesehen habe, den möchte ich auch recht herzlich begrüßen. Nämlich Herr Roth war zu meiner Amtszeit, als ich Schulleiter geworden bin, habe ich gleich bei der ZAS-Fortbildungsreihe von Schulleiterinnen und Schulleitern teilgenommen und habe mir dann auch ein wenig die Expertise mitgeben lassen von einem Mann, der Leitungsebene, sei es in China, sei es Leitungsebene beim JFK-Campus war. Und diese Expertisen, die ich dann links, rechts sammeln konnte, habe ich natürlich mit ins Team getragen. Das heißt, neben den Etiketten Jugendforsch-Schulpreis 2020, Jugendforsch-Schulpreis 2022 oder auch digitale Schule, oder auch MINT-freundliche Schule. Das sind ja alles so Aushängeschilder, wo attestiert, wo man von externen Partnern attestiert bekommt, ja, hier funktioniert etwas, hier geht es in die gute Richtung, sei es in der sprachlichen Ebene, sei es jetzt in der naturwissenschaftlichen Ebene. Wir haben ganz viele Projekte, sei es den Chor, hat jetzt Frau Lasry gar nicht erwähnt, sei es auch im Wege der Musik. Vorne auf der Bühne waren zwei ehemalige Schülerinnen und Schüler des Campus. Seit ab der Klasse 1 können die Kinder neben dem klassischen Unterricht auch Instrumente erlernen. Den Ansatz, den wir hier verfolgen, ist ein ganz einfacher. Für unsere Bildungsarbeit ist es enorm wichtig, dass wir Persönlichkeiten entwickeln, Persönlichkeiten fördern, Persönlichkeiten formen. Und dazu brauchen die jungen Menschen, die Kinder, die Schülerinnen und Schüler selbstverständlich einen Kompass. Sowohl einen Kompass auf der fachlichen Ebene, als auch auf einen Kompass auf der moralischen Ebene. Das bedeutet, stellen Sie sich gleich vor, wenn das Fasten berechnet ist, haben wir ein leckeres Buffet hinter mir. Und wir als Lehrerinnen und Lehrer, so stelle ich das immer dar, unsere Bildungsarbeit, bereiten für unsere Schülerinnen und Schüler auch ein leckeres Buffet vor. Das heißt, ein Häppchen Chor, ein Häppchen Instrumentalmusikunterricht,
ein Häppchen Robotik, Drohne, ein Häppchen Austauschprogramm und so weiter und so fort. Letztendlich müssen dann die Schülerinnen und Schüler animiert werden, sich selbst zu bedienen. Da kommt dann die Eigenständigkeit rein. Jetzt im Mai fahren 55 Schülerinnen und Schüler unserer Oberstufe nach Krakau. Im Mittelpunkt steht Auschwitz. Unsere Arbeit hier auf dem Campus war immer und ist immer auch geprägt, da müssen wir das auch klar benennen, wie können wir jetzt nicht nur speziell Antisemitismus, sondern auch, verzeihen Sie mir die klaren Worte, auch Antisemitismus unter Musliminnen ansprechen, aufarbeiten. Und da war ganz klar, dass wenn ich jetzt die Schülerinnen dort, die Frau Karatekin sehe, die war halt auch in Krakau, hat auch dort die Erinnerungskultur mitgemacht. Natürlich hören wir von Schülerinnen und Schülerseite, Herr Balkusch, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich bin doch hier, komme aus dem Mittleren Nahen Osten oder ich komme halt aus dem südländischen Bereich oder aus dem afrikanischen. Was soll ich jetzt damit? Dann versuchen wir denen das zu erklären. Das Modewort letzten Wochen, Monate war ja immer Staatsräson. Jetzt versuchen sie es mal nur Achtklässler zu erklären. Also das heißt, wir müssen auch immer gucken, wie wir diese Menschen, diese jungen Kinder, die unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt sind, auch einen Kompass mitgeben. Mensch, schau mal, so findest du dich zurecht in der Mehrheitsgesellschaft, so findest du dich zurecht auch in der Berufswelt, in der freien Wirtschaft und so weiter und so fort. Das bedeutet, unsere Intention des Kollegiums, wir sind ca. 60 Kolleginnen und Kollegen auf dem Campus, was die Oberschulen des Gymnasiums angeht, auf der Grundschule sind nochmal 30 Kollegen. Und wir haben hier Lernenden auf dem Campus mit der Grundschule einberechnet, ca. 900 Kinder. Und wenn Sie jetzt diesen Kosmos-Schule hier vorstellen, sowohl auf der Mikro- und Makroebene, lehren und lernen hier Menschen aus 20 unterschiedlichen Nationalitäten, aus verschiedenen religiösen Backgrounds. Ich habe wirklich die ganze Bandbreite ist vorhanden. Das heißt, wenn es wurden vorhin globale Konflikte angesprochen, wenn es einen globalen Konflikt auf dem Balkan gibt zwischen Kosovo und den Serben, dann ist das in meinem Klassenzimmer, weil ich sowohl serbische Kinder als auch albanische Kinder hier habe. Von dem ukrainischen und russischen Konflikt will ich jetzt gar nicht anfangen. Genau das Gleiche, was auch der Herr Schwabe angedeutet hat, mit dem schrecklichen Attentat der Hamas auf unschuldige Israelis. Dann war auch gleich meine an der Zahl 7 jüdische Familien, die mich gleich angeschrieben haben. Dann habe ich ihnen erklärt, schau mal, alles unter Kontrolle. Und Gott sei Dank waren es wirklich nur 2 palästinensische Kinder, die dann natürlich aus Jungeifer, aus Naivität, haben sie halt dann natürlich ihren Free Palestine T-Shirt angehabt. Und ich musste tatsächlich wirklich nur meine Hand aufmachen, lächeln und sagen, einmal T-Shirt ausziehen und hergeben. Zum Glück hat er auch eine Strickjacke gehabt, sonst hätte ich ein Problem, wenn er nur T-Shirt an hätte. Aber auch da sehen wir, dass die Bildungsarbeit gefruchtet hat. Weil wenn, egal ob die Frau Lazri, egal ob ich als Schulleiter die Schülerinnen und Schüler angesprochen haben, haben die den Folge geleistet. Weil ich auch denen gesagt habe, schau mal, wenn wir emotional Abstand davon haben, auch du, wo Familienangehörige auch betroffen waren, setzen wir uns zusammen, dann erkläre ich dir das. Warum das gerade jetzt so mit der Symbolik, das gerade mit der Provokation nicht geht und nicht sein darf. Und wenn dann halt emotional Abstand gewonnen wurde, seitens der Familie, seitens des Kinder, dann konnte ich auf der Mikroebene individuell in bilateralen Gesprächen das aufarbeiten. Und das zeigt uns und zeigt mir, das ist ein enormer Kraftakt tagtäglich, diesen Kosmos hier zusammenzuhalten. Das klingt alles immer super. Die Franzosen kommen, wir fliegen zu den Amis. Da kommen die Ecuadorianer aus der Alexander-Humboldt-Schule des Deutschen Auswärtigen Amtes. Klingt alles perfekt, aber tagtäglich diesen Laden hier zusammenzuhalten, da muss man wirklich Nerven haben. Da muss man wirklich auch immer die Backgrounds der Schülerinnen und Schüler kennen. Wie sind auch diese Familien zum Beispiel sozial aufgestellt? Wir haben hier, das ist auch ein Novum für Privatschulen, liebe Gäste, wir haben circa, korrigieren Sie mich sonst, Herr Toll, wir haben circa 15 bis 20 Kinder aus sozial schwachen Familien. Die können sich eigentlich diesen Zugang zur privaten Schule nicht leisten. Aber da wir dann auch gucken und sagen, nee, das ist ein Bildungsauftrag, was auch natürlich auch gerade der Bezirksbürgermeister bestätigt hat, wir sind lokale Partner. Wir möchten hier keine Elitenbildung, keine sonst was für Schnösel hier tagtäglich haben. Die Schnösel haben wir auch zu 10%. Aber ist auch gut so, weil dann können wir nicht so viel, das wird dann umgeschwenkt finanziell, damit wir halt auch den Zugang haben für die Schülerinnen und Schüler aus sozial schwach aufgestellten Familien. Sie sehen, das sind alles Mechanismen, die ineinander greifen. Und dieses Uhrwerk tagtäglich zum Laufen zu bringen, ölen, warten, gucken konzeptionell, wie können wir die Kiddies vorbereiten,
Frau Lasrich hat das gerade so schön poetisch, natürlich kommt er aus der Sprachen, ne, spricht Unmengen von vielen Sprachen, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Sie geht da mit einer Leichtigkeit ran, mit einer Poesie und kommt mit Metaphern und sonst was, aber auf meinem Tisch landen dann tagtäglich Konflikte, wo ich dann immer gucken muss, dass eine Win-Win-Situation daraus entsteht. Auch der Begriff, was auch jetzt aufgrund der globalen Welt, auch die sexuelle Orientierung, auch wieder ein großes Thema. Das sind alles Themen, die individuell jungen Menschen begleiten, belasten, Fragezeichen aufrufen. Und jetzt bekomme ich gerade einen Hinweis, dass ich aufhören muss. Sie sehen, ich könnte wirklich den ganzen Tag mit Frau Lasri Ihnen Einblicke gewähren, mache jetzt einen Punkt und wünsche einfach nur einen guten Appetit, lassen Sie sich schmecken und danke, dass Sie Interesse gezeigt haben an unsere Bildungsarbeit. Vielen lieben Dank. Da sehen wir, dass das Bildungsteam viel zu erzählen hat. Ich bitte auch gleich Patricia Böckmann zur Bühne vom House of One, weil es gleich wieder weitergeht mit der Bildungsschiene. Und zwar möchten wir ganz kurz Einblicke in die Bildungsarbeit des House of One geben. Patricia, glauben eigentlich ChristInnen an einen Gott oder sind es drei? Ja, und Kybra, wie ist das denn? Werden Frauen im Islam eigentlich gezwungen, Kopftücher zu tragen? Glauben Juden überhaupt an einen Gott? Ja, und muss ja eigentlich jetzt jeder Ramadan fasten? So, wir sagen jetzt, manchmal ist Halal ist koscher, koscher ist Halal. Hä? Wann kommt was? Wie? Und all diese Fragen, diese begegnen wir in unseren Workshops in den Schulen. Die Kinder haben so viele Fragen und auch sehr tolle und großartige Fragen, worauf wir vielleicht manchmal gar nicht drauf kommen. Manchmal denken wir, das ist selbstverständlich. Und dann wollen wir eine Erklärung geben. Da muss man erstmal denken, wie jetzt die Erklärung kommen soll. Und ganz wichtig ist, dass wir in den Schulen versuchen, jüdisch, christlich, muslimisch aufzutreten und da überhaupt auch mal Einblicke in unsere Religionswelten zu geben und dann natürlich auch die Gelegenheit zu geben, man erfährt das Christentum von einer christlichen Person. Über den Islam bekommt man Informationen von einer muslimischen und über das Judentum spricht eine jüdische Person und das dann alles noch in einem Klassenraum. Genau, und ich gehöre zum Bildungsteam, zum ReferentInnen-Team des House of One. Und in gewisser Weise, was machen wir konkret? Konkret, wir gehen an Schulen, wir treffen uns mit Jugendgruppen, das können KonfirmandInnen-Gruppen sein, das können Jugendgruppen aus dem muslimischen Bereich sein oder aus dem jüdischen Bereich. Wir treffen uns aber auch mit LehrerInnen oder ReferentInnen-Gruppen, oder werden auch von Instituten eingeladen, bei denen noch Personen zu LehrerInnen oder zum Beispiel zu ErzieherInnen ausgebildet werden. So, zur aktuellen Situation ist es jetzt so, 2023 haben wir mit über 2000 verschiedenen Menschen, größtenteils Kinder und Jugendliche, einen Austausch gehabt. Seit dem 7. Oktober, dem Überfall der Hamas auf Israel und dem anschließenden Angriff auf Gaza, ist die Situation schwieriger geworden. Es gibt wesentlich mehr Gesprächsbedarf, insbesondere auch seitens der Schulen. Und die Anfragen nach unseren Workshops sind erheblich gestiegen. Das ist eine Situation, mit der wir jetzt lernen müssen, anders umzugehen. Sie zeigt uns aber auch, wie wichtig es eigentlich ist, dass Bildungsarbeit stattfindet, ob es an Schulen ist oder über Workshops mit anderen Partnern oder durch Dinge wie zum Beispiel den Podcast, den Kybra jetzt konkreter vorstellen wird. Ja, wir haben uns natürlich gedacht, wie können wir es schaffen, an die Mehrheitsgesellschaft und an Jugendliche anzukommen. Und da kam die Idee, einen Podcast zu entwerfen. Vor 2 Jahren haben Maike Schöfer, Rebecca Rogowski und ich durften zusammen das Podcast-Team vom House of One bilden. Und wir sprechen alle 2 Wochen über ein Thema. So heißen wir auch, 3 Frauen, 3 Religionen, ein Thema. Und Näheres
finden Sie auch hinten an den QR-Codes oder auch an den Postkarten, die hinten ausgestellt sind. Es ist uns sehr, sehr wichtig, Einblicke in unsere Religionswelten zu geben, Einblicke in unser Leben, ja irgendwie auch privates Leben zu geben. Nicht, weil wir das Bedürfnis haben, irgendwie alles offen zu leben, nein, sondern wir wollen zeigen, wir sind Teil der Gesellschaft. Und es ist nicht so einfach, dass man sagt, die Religion bleibt daheim, weil für mich geht sie überall mit, für meine jüdische oder christliche Freundin auch. Und da freuen wir uns besonders, wenn wir auch natürlich Gäste haben, wie Helene Braun zum Beispiel, wenn wir sie als Gästinnen dabei haben und Einblicke von ihnen ihrerseits mit einnehmen können. Also sehr wichtig, haben wir gelernt, in den Schulen auch, wir möchten Vorurteile abbauen, wir möchten Räumlichkeiten schaffen und Begegnungen schaffen, Berührungspunkte schaffen, wo Menschen sich aus unterschiedlichen Religionen, Kulturen zusammensetzen können und ins Austausch kommen und vielleicht mal wundern und sagen, hoppla, so unterschiedlich sind wir gar nicht. Einmal hatte ein Schüler gesagt, ja, jetzt habt ihr das ganz gut erklärt, aber ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen euch ist. Wir haben auch Unterschiede und das Wichtige ist auch, diese zu kennen und diese eben zu respektieren. Und ja, erst dann schmeckt das Essen ja auch immer ganz besser, wenn man viel würzt und unterschiedliche Rezepte mit im Topf hat. Natürlich rede ich jetzt über das Essen, weil ich auch Hunger habe und Sie wahrscheinlich auch. Und ich ziehe das auch gar nicht mehr in die Länge. Genau, also nachdem Kübra jetzt gezeigt hat, wie wichtig diese Arbeit eigentlich ist, möchte ich noch ganz kurz ein paar Worte dazu sagen, was wir konkret eigentlich inhaltlich machen. Also ich habe erwähnt, wir machen Workshops insbesondere. Diese Workshops sind individuell immer anders. Also wir passen uns jeweils an die konkrete Situation an, die wir vor Ort vorfinden. Wir gehen auch auf die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppe, die wir vor uns haben, ein. Und ein wichtiger Punkt ist eigentlich, dass wir eben spezifisch auf Basis der Fragen arbeiten, die an uns herangetragen werden. Deshalb kann ich Ihnen jetzt keinen Ablauf zeigen, wo sozusagen Punkt 1 bis 5, das ist die Methodik. Es ist jedes Mal unterschiedlich. Es kommt ganz auf die Gruppe an, von der wir gerade angefragt werden. Was aber ein wichtiger Punkt ist, Kübra hat schon ein bisschen in die Richtung erwähnt, ist es zu lernen, wie wir mit Unterschieden zwischen den verschiedenen Religionen umgehen. Wichtig ist es, diese Unterschiede zu verstehen und vor allem sie wertzuschätzen zu lernen. Dann der andere Punkt, wie gehen wir mit Gemeinsamkeiten um? Ein Hauptpunkt ist da, die gemeinsamen Werte der verschiedenen Religionen zu zeigen. Gemeinsame Werte zeigen sich zum Beispiel in den 10 Geboten oder auch in den ähnlichen Ritualen, die wir haben. Für die, die es vielleicht noch nicht wissen, wir sind aktuell in der muslimischen Fastenzeit natürlich, aber wir sind auch gerade in der christlichen Fastenzeit. Wir haben also Gemeinsamkeiten in unseren Ritualen. Auch das heranzubringen, ist häufig sinnvoll. Und auch im Judentum gibt es natürlich Fastenpraktiken. Ja, das waren kurze Einblicke. Wenn Sie mehr erfahren wollen, natürlich wissen Sie Bescheid. Einfach in die Homepage vom House of One oder aber auch im Podcast reinhören. Lasst uns ein Like da, wir freuen uns. Und wir haben jetzt gesagt, es gibt viele Gemeinsamkeiten. Eine große Gemeinsamkeit ist auch das Gebet, das Bittgebet. Und dafür bitte ich jetzt Imam Kadir Sanji, Rabbiner Andreas Nahama und Pfarrer Gregor Hoberg auf die Bühne. Vielleicht ganz kurz noch, auf den Tischen sind Abläufe und dahinter ist auch die Übersetzung von dem Koranvers und den Ezan, was nachher gerufen wird. Liebe Festgemeinde, zuerst möchten wir uns bedanken. Bedanken bei den Willemstadtschulen, bei Herrn Toll, bei Frau Lasry, bei Frau Mbaykush für die tolle Arbeit, die sie hier leisten und dass wir heute wieder ihre Gäste sein dürfen. Also vielen, vielen Dank dafür. Und wir möchten uns bedanken bei den Referentinnen, beim Referententeam des House of One, die Unglaubliches leisten in ihrer Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern und mit Jugendgruppen, mit Menschen, die in der Ausbildung oder im Studium sind. Das war schon seit vielen, vielen Jahren so, aber inzwischen seit dem 7. Oktober ist es noch mal mehr geworden und noch wichtiger. Also vielen Dank dafür.
Und zu diesem Bildungsaspekt möchte ich noch einen Punkt hinzufügen, einen Aspekt. Es ist nicht lange her, kürzlich bin ich mit meinem Patenkind, 8 Jahre alt, im Zug gefahren. Und das Gespräch kam auf den Krieg in der Ukraine und den Krieg im Nahen Osten. Er hört es einfach, er sieht es in Nachrichten, er kriegt es mit, er lebt in dieser Welt. Und er hatte viele Fragen. Er fragte, ich antwortete. So ging es eine Weile hin und her. Und irgendwann beendete er den Dialog mit einem Satz. Er sagte, aber die Menschen, die meisten Menschen, die sind doch gut. Und damit war für ihn das Gespräch beendet. Das berührte mich sehr, weil das etwas ist, was ich auch fühle und denke und was mir selbst sehr wichtig ist. Die meisten Menschen sind doch im Grunde gut. Und ich fragte mich, woher hat er dieses Grundvertrauen, dieses Vertrauen in die Menschen, ins Leben? Hat er es aus seiner Familie, aus der Schule, aus der Gemeinde oder hat es einfach in sich? Ist es vielleicht so, wie Jesus es sagte? Jesus sagt, werdet wie die Kinder, weil die Kinder, wenn man sie freilässt, wenn man sie ihnen Liebe gibt, sie behütet und sie ihnen Raum bietet für ihr Kindersein, dann können sie entfalten, was in ihnen liegt, nämlich die Güte und Liebe Gottes. Und das ist etwas, was die Religion versuchen zu bewahren. Und wenn es gut läuft, dann lassen sie es frei, dann geben sie dem Raum und Zeit, zum Beispiel indem sie fasten oder indem sie gemeinsam Fasten brechen, so wie wir heute, oder indem sie beten, nicht vermischt, aber Seite an Seite. Und das wollen wir jetzt tun. Barmherziger Gott, wir bitten dich für alle Schülerinnen und Schüler, die für Shalom, Salam, für den Frieden unterwegs sind, für die Wilhelmstadt-Schulen und alle Schulen, für alle Lehrerinnen und Lehrer, für alle, die in den Schulen arbeiten und lernen. Schenke ihnen Kraft und Ausdauer, gegenseitige Ermutigung und Begeisterung. Barmherziger Gott, lass unsere Kinder mit Liebe groß werden, und uns spüren, was die Kinder längst wissen. Deine Liebe ist tief in unsere Herzen gelegt. Lass Mitgefühl und Mitmenschlichkeit, Dank und Demut unsere Herzen bilden. Barmherziger und Beschützer, wir bitten dich um Glück und Segen für unsere Stadt, in der wir gemeinsam leben und beten. Sei mit allen, die grundlos verdächtigt werden, mit denen man die Anerkennung verweigert, die unfair behandelt werden, weil sie anderes glauben, anderes an das Leben oder Aussehen, weil sie ihr Mitgefühl nicht auf eine Seite beschränken. Wir bitten dich, Barmherziger, für alle Menschen und ihren Glauben, für unsere Freunde, Familien und Gäste. Gnädiger Gott, wir bitten dich für die Menschen, die unter Krieg und Gewalt leiden, in der Ukraine und in Gaza, für die israelischen Geiseln und ihre Familien. Ewiger, Barmherziger, wir bitten dich um Frieden unter uns und in der Welt. Gnädiger, Barmherziger Gott, wir bitten dich für die Projekte und für die Menschen, die am Frieden arbeiten, für die Unterstützerinnen, Partner und für das Team des House of One. Wir bitten dich für unsere muslimischen Geschwister im Ramadan und für die Christinnen in der Passionszeit. Lass diese heilige Zeit für sie zur Stärkung ihres Herzens und ihres Glaubens werden. Schenke ihnen Trost, Freude und Hoffnung im Fasten und Beten. Barmherziger Gott, wir beten in unterschiedlichen Glaubenstraditionen. Wir teilen die Hoffnung auf Frieden und darauf, dass du unsere Bitten erhörst. Nimm unsere Bitten an und sei du unser Friede. Amen. Frieden herrscht in den Himmelshöhen bei Gott und ein Abbild dieses himmlischen Friedens erbitten wir von ihm aus den Himmelshöhen hier unten auf unserer Erde. Wir bitten für die Ermordeten des Massakers am 7. Oktober. Wir bitten für die Opfer in Gaza, für die Todesopfer aller Seiten, für die Verletzten aller Seiten, für die Leidtragenden, die Mann, Frau, Kind, Geschwister oder Freunde zu betrauen haben. Liebe unser Gott, lass sie Trost finden.
und birgt die Getöteten in der friedlichen Geborgenheit deiner Schwingen in Ewigkeit. Es ist eine gute jüdische Tradition, vor der letzten Strophe des 18-Bit-Gebetes, in dem eben von Frieden gesprochen wird, 3 Schritte zurückzugehen. Denn nur wenn man seine Position verändert, kann man zum Frieden beitragen. Mögen die, die über die Beendigung des Kämpfens zu entscheiden haben, sich dies zur Devise machen. Hier, auf unserem Kontinent, im Nahen Osten und wo immer Frieden erfleht wird in der ganzen Welt. Liebe unser Gott, breite das Zelt deines Friedens aus. Ich wünsche unseren muslimischen Geschwistern Ramadan Karim. Habt einen reichlichen Ramadan und allen Menschen, wo immer sie leben, Frieden, Heilung für die Kranken, Trost für die Traurigen und Hoffnung für die Verunsicherten und Einsamen. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. O Herr, ich wende mich mit einem Bittgebet unseres ehrenwerten Propheten an dich. Alhamdulillahilladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Gepriesen sei Gott, der uns Essen und Trinken gegeben und uns zu Menschen voller Hingabe und Friedfertigkeit gemacht hat. So trage ich auch, O Herr, deine Worte aus dem Koran vor. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Esst und trinkt, seid jedoch nicht verschwenderisch. Siehe, er, also Gott, liebt nicht die Verschwender. Ja, Arhamar Rahimin, o Herr, der Barmherzigste aller Barmherzigen. Du bist es, der uns mit seiner Gnadenhülle umhüllt. Hier in dieser Welt beschenkst du uns stets mit deinen unerschöpflichen Gaben. Heute und hier möchten wir uns dafür bedanken. Der Dank gebührt nur dir alleine, denn dir gehört alles und nur dir ist alles. Von dir ist alles. Alles, was du schenkst, ist schön, solange wir Menschen diese Schönheit nicht trüben. Solange wir Menschen unseren freien Willen, den du uns geschenkt hast, nicht missbrauchen. So hat die Menschheit mit Hass, Gewalt und Zerstörung gesündigt. Wir suchen Zuflucht bei dir. Menschen haben Kriege geführt und führen Kriege. Lasse uns die Schönheit und Bedeutung des Friedens erkennen, uns für den Frieden einzusetzen und dafür ohne Gegengewalt, ohne Waffen zu kämpfen. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wir werden zum Abschluss aus dem Koran, Sure 5, Vers 48 hören. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله